Riesenduell am 13. Spieltag im Zebrastall. MSV Duisburg gegen Viktoria Köln bedeutet die einen 5 der letzten 6 Spiele verloren. Thorsten Ziegner unter Druck. Die anderen Viktoria Köln seit 8 sieglos. Hier Olaf Janssen noch mit aller kölsche Ruhe. Die Duisburger zuletzt 0:2 in Wuppertal beim BVB verloren. Ziegner schickte dennoch dieselbe Startelf aufs Feld, natürlich in Zebrastreifen. Weiß und Blau, die MSVler mit der ersten Chance. Flanke von rechts, Kopfball, den hätte man besser setzen können. Jetzt aber nur noch die Kölner Viktoria. Vor allen Dingen über die starke rechte Seite Simon Handler und Patrick Koronkiewicz mit Offensivdrang und der Flanke rein. Gut pariert von Vincent Müller. 3 Minuten später. Köln wollte. Köln hatte eine breite Brust. Und Duisburg immer wieder mit Einladungen in Richtung Viktoria. Simon Steele fast artistisch, aber mal wieder viel zu einfach. Da gab es Probleme auf der linken Defensivseite. Mahnte auch Stoppelkamp an bei Coach Ziegner. Es mussten Veränderungen her. Halbe Stunde war gespielt. Wie so oft auch mal wieder Standardsituation. Ein Thema, gerade bei der Viktoria. Ganz stark von Sontheimer reingebracht. Und da war er. Jamil Siebert neu reingekommen in die Startelf für Palacios. Sollte eigentlich die Defensive stabilisieren. Hier war er da und köpfte ein zum ersten Profitor. Und natürlich ein Abwehrspieler. Keiner ist so torgefährlich von hinten wie die Viktoria. 11. Scorerpunkt. Die Leihgabe von Fortuna Düsseldorf brachte die Kölner in Wallungen. Ist er jetzt soweit? Der erste Erfolg seit August. Wir gehen rein in die zweiten 45 Minuten. Zebras kamen besser. Aus der Kabine, Flanke, Stoppelkamp, Tor. Buadus, 1:1. Und was da abgefallen ist, das sieht man hier. Sein erster Treffer seit 2 Monaten. Und was für ein wichtiger. Brachte den MSV zurück in die Spur. Man hat gemerkt, das ein oder andere wurde verändert. 10 Meter nach vorne geschoben, der MSV. Und es half gleich. Aber auf der anderen Seite musste auch Hilfe her. Wieder wunderbar durchgespielt, die Kölner. Und was bitteschön ist das für eine Klärungsaktion, für ein Save von Sebastian May. Die Führungsspieler jetzt ganz wichtig bei den Zebras. Mal wieder Eckstoß. Wir haben gesehen, das können die Kölner. 77. Spielminute. Sontheimer, diesmal aber keine Gefahr. Aber auf der anderen Seite, da wurde es gefährlich. Moritz Stoppelkamp. Fast mal wieder mit so einem Wahnsinnstreffer. Es fehlten Zentimeter. Apropos Führungsspieler. Die letzte Chance gehörte ebenfalls dem MSV. Wieder mal eine Flanke von der rechten Seite. Aziz Buadus. Jetzt gelang ihm fast alles nach dem Treffer. Starke Parade des Kölner Torhüters. Ben Voll. Gute Reaktion vom Schlussmann. Und dann war finito la musica. Die erste Hälfte gehörte der Viktoria, die zweite dem MSV. Ergo Punkteteilung. Ja, wir wussten schon von Anfang an, dass uns nicht alles gelingt im Spiel. Ist ja auch legitim. In den letzten Wochen haben wir einige Rückschläge gehabt. Und ich denke, von der Einstellung her muss man echt sagen, dass es Welten waren zwischen den anderen Spielen. Und man hat auch gesehen, dass die Jungs alles gegeben haben. Und der Punkt ist auch verdient. Wir jetzt, glaube ich, nach 8 oder 9 Spielen wieder keinen Dreier bekommen haben. Und das nervt langsam, weil wir bereiten so viel vor, wir machen so viel im Spiel. Und dann werden wir wieder so nach der Halbzeit erwischt. Und dann ist es halt auch wieder schwer nach der Kulisse hier. Und ja, wir haben unser Bestes gegeben. Und nächste Woche geht's weiter. Zum Sieg reicht es aber nicht. Viktoria jetzt seit 9 Spielen sieglos. Der MSV kann auf die zweite Hälfte aufbauen und muss jetzt mal von Beginn an da sein. Am besten im nächsten Spiel bei Wien Wiesbaden.